Aber hier zeige ich euch was. Guckt euch das an, wie der hier sitzt, wie der den Arm hält. Ich erstmal laufen, ne? Und jetzt mal kurz. Jetzt, ich wollte eigentlich mehr darauf eingehen, dass das gar kein Mensch ist, sondern eine Puppe. Ich lasse das mal kurz laufen jetzt wieder mal. Und nochmal. Seht ihr die Armhaltung? Das ist eine Puppe, Leute. Ja. Und jetzt zeige ich noch einen kleinen Trick. Und lass das einfach doppelt so schnell laufen. Oder versuchen wir einfach 1,5 erstmal. Ist immer noch zu langsam. Dann machen wir tatsächlich gleich 2. Ich mache mal auf 2. Das wird ungefähr die realistische Geschwindigkeit sein. Guck mal, wie der Typ da drin sitzt. Er bewegt sich gar nicht. Der Kopf, die Arme, die sind immer gleich, komplett gleich. Wie eine Puppe. Er bewegt sich gar nichts. Sein Arm, guckt euch an, wie der seinen linken Arm hält. Habt ihr das gesehen? Bitte hier. Die ganze Zeit hält er den Arm so in der Luft. Absolut unnatürlich. Auch, ich weiß, Druck. Anzüge, dies, das. Aber da könnte der sich auch gar nicht bewegen, wenn das so wäre und auch keine Fotos schießen und so weiter. Also hier stimmt was nicht und zwar gewaltig. Die Geschwindigkeit ist jetzt doppelt. Ne, immer noch. Der verändert, der bewegt sich kein bisschen. Sein Arm bleibt auch die ganze Zeit steif. Nach vorne, nach völlig unnatürlich. Also völlig unnatürlich, ne, seine Armhaltung. Ich sag jetzt nicht, dass jeder Punkt hier gestimmt hat, jetzt was ich da gesagt habe. Aber das war kein Mensch. Das ist eindeutig eine Puppe. Und ja, allein das schon. In diesem Video nur hier über die Moonrover will ich hier nur zeigen. Und hier haben wir eine 4K 60 FPS Aufnahme angeblich. Und jetzt zeige ich das noch mal kurz. Und es ist auch auffällig, was die da reden. Das ist so gestellt wie so ein billiger B-Movie. Der redet mit dem auch hier angeblich, ne? Und er sagt: Wow, die Räder berühren alle den Boden jetzt. Und dann sagt er später: Wow, ich habe noch nie jemanden so fahren gesehen. Und dann immer so, yeah, wie der redet. Das ist so gefaked, so overacting. Ja, früher war das, wäre das den Leuten nicht aufgefallen, auch in den 80ern nicht. Das war damals normal, dass man so dachte. Ich habe auch damals E.T. geguckt oder so Filme. Das war völlig normal. Dieses, yeah, hi, alles klar, Schatz, baba, alles glücklich, ne? Und alles so cool und gescriptet. Und nebenbei seht ihr natürlich die Bilder, aber hört mal zu, wie der mit die Art, wie der mit dem spricht, vor allem bei so einem Ereignis. Da, wie mit deinem Kleinkind. Really fast, der ist gerade losgefahren, ne? Der ist super schnell. Das ist jetzt die Normalgeschwindigkeit. Man muss sich vorstellen, der fährt hier ein paar Meter. Da heißt es, mein Gott, bist du schnell. Dann fährt er hier ein paar Meter weiter. Dann heißt es, alle 4 Räder sind auf dem Boden, so viel ich verstanden habe. Auf jeden Fall die Art, wie der spricht, der Ton, das ist so schlecht einfach. Ne? Come on back, John. Wie so ein kleines Mädchen auf dem Spielplatz. Wow, fährst du schön Fahrrad? Komm jetzt aber zurück, du bist ja 2 Meter entfernt. Das ist sowas von unwirklich. Aber das nur nebenbei zu den komischen Bildern hier mit der Puppe.
Ich kann einfach nicht hinhören, weil ich weiß, dass der lügt, weil er das spielt. Da macht mir niemand was vor. Aber wir machen jetzt nochmal kurz die Geschwindigkeit auf 1,75. Moment mal, geht das überhaupt hier? Ja. 1,75. Da brauchen wir keinen Ton mehr. Völlig unbeweglich, diese angebliche Person im Fahrzeug. Und gerade jetzt, wo so ein Gespräch geführt wird, angeblich, die reden da so, ne, wie Kleinkinder irgendwie, sind total auch Overacting. Aber es kommt noch dazu, dass der nicht mal den Kopf zur Seite schiebt, wo der will. Der weiß, dass der gefilmt wird. Der unterhält sich angeblich auch mit den anderen. Und er selber sitzt da so steif. Ich meine, die Wirbelsäule und so, das war gar nicht das war keine Ritterrüstung aus Metall. Und so sieht das hier aus. Sein Arm wackelt nur ein bisschen hier. Und das ist die beschädigte Aufnahme. Gut, vielleicht nervt das, aber das ist ja nur mehr eine Analyse hier. Und ich sag ja einfach, hier stimmt was nicht. Ach so, jetzt wollte ich ganz wichtig, die Kamera. Die hing an der Brust, da musste die weder festhalten noch die ganze Zeit irgendwie kontrollieren. Vor allem während der Fahrt hätte der bestimmt keine Fotos gemacht. Also es ist völlig Nonsens, was erzählt wird, so, ne? Die Erklärung. Jetzt lasse ich zum Abschluss meine Lieblingsstelle eigentlich da laufen, obwohl ich will lieber die restaurierte hier. Und lass die mit 0,5 jetzt mal, mit Zeitlupe laufen. Weil ihr seht einfach, da ist komplett null Bewegung. Er musste ja den Steuerknüppel wenigstens bewegen. Oder der linke Arm, der in der Luft so hängt. Das ist, ja, das ist fast schon zu langsam, gebe ich zu. Das ist mir zu langsam, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin. Und denke mir immer, komm jetzt. Nur genau jetzt sieht man das ja. Dass das absolut unnatürlich ist und selbst die Bewegung des Körpers ist unnatürlich. Also selbst dieses Reagieren auf dieses Gelände. Er ist wie festgetackert und die Bewegung des Fahrzeugrahmens ist genau seine Körperbewegung. Ein Mensch würde ein bisschen nachgeben, ein bisschen so, ne, der wackelt jetzt zwar, aber das ist keine Bewegung. Und sein linker Arm berührt auch nichts. Er hängt in der Luft. Die Kamera ist an der Brust festgemacht. Gut, Leute, ich will euch echt nicht nerven damit, aber ich musste unbedingt was anderes machen und das brannte mir schon seit Jahren so praktisch irgendwie auf der Zunge. Das passt jetzt gar nicht. Aber ich wollte das machen und ich habe davor ein großes, langes Video gemacht, aber ich dachte mir, das ist viel zu lang. Ich sag mal so, happenweise vielleicht ein paar Details aus meiner Perspektive. Okay, gut. Ja, tschüss erstmal.